Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkest Tale. Und das passiert mir jedes Mal. Wir sind hier im Sumpf, wo wir in der letzten Folge erfolgreich endlich aus dem Kack unter Wasserwald raus sind. Und genau, das Stückchen haben wir hier schon ein bisschen gesehen. Hier unten war ja der komische Wurm. Ja, doch, der ist wieder da. Und hat, aua! Okay, mit normalen Angriffen. Gott, das war jetzt blöd. Ich würde sagen, mit normalen Angriffen schade ich ihm gar nicht. Also leichten. Aber ich kann mich nicht mehr zum Heilen hier. So, jetzt. Nee, ich kann ihn nur oben nicht verletzen, ne? Oh, das hat gut getroffen. Oder er war schon eh kurz vom Sterben. So, kann ich jetzt dieses... Ne, dieses pulsierende Ding da kann ich nicht kaputt machen. Das treffe ich gar nicht mit dem Bumerang. Okay. Vielleicht schaltet man da auch jetzt erstmal irgendwas frei. Weil es die Fähigkeit gibt, die... Eine Ente. What the fuck? Die quietscht die ganze Zeit noch. Die ist richtig eklig. Aber tot? Tot. Sehr schön. So, ein bisschen geheilt. Ist hier oben was noch was? Nee. Kann ich kaputt machen hier, die Steine? Nee, kann ich nicht. Okay. Hallo. Ah, jetzt kann ich vielleicht das Ding einfach kaputt hauen. Ah ja, okay. Also nichts Besonderes, einfach nur, ich muss von der richtigen Seite dranschlagen. Au. Jetzt habe ich schon wieder keinen Mauszeiger. Und da ist mein Mauszeiger. Jetzt habe ich wieder. Hey, warum greifen die jetzt dieses Vieh da im Wasser an? Kann ich nicht kaputt machen, ne? Okay. Machen wir die Mücke da kaputt. Bevor die mir dann auf den Keks geht. Aber die Hände machen anscheinend keinen Schaden. Die ziehen mich halt nur in die Suppe unten rein. Problem natürlich jetzt, ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Ah, da oben, an dem Schädel. Was ist das? Ist das eine Nähmaschine, eine riesengroße? Oh, egal, durchgedasht. Durchgedasht ist halb gewonnen. Okay, warum ist der jetzt instant gestorben? Naja, ich frag mich. Ich freue mich einfach, dass es passiert ist. Okay, hier muss ich wieder einmal rum. Jetzt kommt bestimmt wieder solche komischen Gummienten-Spinnen.
nee, das sind kleine. Das sind kleinere Mücken. Okay, okay, okay. Gut, mit dem Bumerang kann ich mit Licht machen, aber bin sehr langsam dadurch. Ah, hier ist ja noch ein Wurm. Ich glaube, ich mache ihm wirklich an der Spitze gar keinen Schaden. Wenn ich doch noch getroffen werde, wenn er hochkommt, habe ich halt das Problem, dass ich danach nicht schnell genug zuschlagen kann. Oh, okay, ich mache ihn doch schon an der Spitze. Muss nur ordentlich fett draufhauen. So, Rang weg. Jetzt sind die da oben auch weg und wir können durch. Oh, kann ich hier nicht runter? Nee, kann ich nicht. Nee, geht auch nicht weiter, okay. Hier unten war ja die Mücke. Das sieht da aus wie. Kann ich mir noch aufgeladen? Also mit dem Aufgeladen kann ich nicht springen. Gut, dann. Keine Ahnung. Aber sieht ja auch nicht so aus, als wäre da noch irgendwo was. Upsala. Die kam irgendwie ein Krapschehändchen, ey. Und das runter? Das war gemein. Das war ja richtig hinterhältig. Und meine Maus? Da hat meine Maus. Ich so, oh, das fällt bestimmt gleich runter. Okay, ich dash weiter und dann ist da vorne noch so ein Ding, was sie auch noch einer auf den Kopf haut. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sterben die jetzt schneller. Also die Mücken, ganz am Anfang die Mücken, die haben doch irgendwie so ewig viele Bumerangschläge gebraucht. Okay, da komme ich auf jeden Fall hoch. Was ist hier unten noch? Der Froschkönig. Ach, der hat so eine Patschehand. Aua. Ich gehe erstmal nach oben. Das war die jetzt blöd. So. Ah, da oben. Das dachte ich mir, dass ich mich da Schaden kriege, aber ich konnte es nicht verhindern. Aber ich habe ja genug Mana, um mich zu heilen. Mücken sind halt wirklich immer noch am einfachsten mit dem Bumerang. Kann ich eigentlich tauchen? Nee. So Morast ist einfach nur Morast. Eieiei. Einfach nur morastisch. So, ein wenig Erfahrungspunkte. Immer gut. Unten. Oh, oh. Okay. Aua, au. So gut durchgekommen. So, was ist denn das da? Bam. Zweimal auf die Fresse gekriegt. Zack. Zack. Oh, was haben wir jetzt? Is that you, my prince? Ah, dein Röschen ist das. Ja, es ist mich. Mein Gott, du bist so beautiful. What's wrong with me? And who are you? Forgive me. I'm sure you must think I'm not making any sense. A wicked curse binds me to this place.
My body has been lying dormant in this forest for many years. I've been waiting for a pure-hearted knight to come and liberate me. Forgive you? I'm afraid I'll have to ask you to forgive me. I'm already on a mission. But I'm sure that sooner or later, a knight can't wait to... Ich warte schon seit Ewigkeiten. Ja, ich bin mir sicher, früher oder später kommt jemand. Wait, please. I have never trusted strangers and supposed knights in shining armor. I've seen so many of them over the years, yet you are the first one I feel I can call upon. I've been too scared to put my trust in any of the others, the defenseless girl that I am. And what makes you so sure you can trust me? Believe me, I'm not exactly the most wholesome bear in the woods. You don't have to worry. I have chosen you. My heart belongs to you. Find me and I will be yours. Cross the swamp at the edge of the Bramble Forest. I will be waiting there for you. I don't even know why, but I would really like to save you. But I can't. I have something urgent I absolutely have to do right now. Oh, I understand. You already have promises to keep. Your loyalty does you honor. I know I'm asking a lot, but I would like you to indulge a selfish whim of mine. I would like a kiss from you. Nur stehen. I've been waiting to meet you for so long. Have you lost your mind? You're going to kill yourself like that. What happened to the girl? Did she get hurt too? What girl? You started babbling nonsense and then launched yourself at those brambles. Was it just an illusion? It felt so real. A girl trapped in the forest was asking for my help. Ja, sie hat immer freundlich zu uns wollen. Let's go. Dann komme ich ja Flabberelfe, da möchte ich das mal einfach alle umbringen. Hm. Au, warum konnte ich da nicht stehen drauf? Okay, ich frage mich nur, ob man das... hätte schaffen können, das zu widerstehen, oder das war dann ziemlich schwierig. Das ist halt immer so, wenn du irgendwas hast mit, ja, drücke Leertaste, um im Bereich zu bleiben, dann du kannst einfach nur drücken oder nicht drücken. Und dann kann es auch sehr schnell passieren, dass du plötzlich einfach, aua, zu viel drückst. Da komme ich nicht durch, obwohl es aussieht wie Steine, die ich eigentlich zerhacken könnte. Oh, das erinnert mich... Oh, das ist eine Spinne. Das erinnert mich so ein bisschen an das Level mit den... mit der Bohnenranke. So weit laufen, dass ich genau im Scheitelpunkt vom Bumerang... Genau. Warum schmeißt du das gerade aus? Hier oben ist mein Cursor. Gut, der Hammer. Eine blöde Mücke hier unten. Die ist gerade sich verpisst. Aber, okay, nochmal. Wenn ich dann einmal in der Luft war, kann ich nicht nochmal nach dem Schwingen. Nochmal einen Schwinger starten. Ich glaube, der Vorteil vom Bogen wäre, dass er erstens schneller ist
man in der Zeit, wenn man abgeschossen hat, nicht waffenlos ist. Und auch, dass man, ich glaube, weiter schießen kann. Aber. Ah, da unten ist ein Rankenherz. Upsala. Nein! Hier ganz vorne auf der Spitze kann ich nicht stehen. Das verarsche. Sieht zwar aus, als könnte man da stehen, aber man kann nicht drauf stehen. Speicherpunkt. Also so eine Mini-Mücke, die stirbt beim ersten Schlag. Aber, ja, da kommt gleich noch eine. Ja, ja, nochmal falle ich nie auf eure blöden Fallentricks da rein. Ich hätte eigentlich gerade in die richtige Richtung oder ist das Option? Ah, eine Spinne. Tot. Wir sind da wieder fast ein Level up. Ich glaube, das trifft sich dann ganz gut. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich dachte, kann ja nicht sein, dass. Wenn das jetzt der richtige Weg ist, dann ging er vielleicht nach rechts, optional noch irgendwo lang. Hier nämlich. Oh. Get out of my sight, treacherous creature! You don't look scared, little knight. Should I be afraid of a mound of talking rocks? A man who fears nothing is a man who loves nothing. I can read your heart, and I know that your weakness is not fear for your own life. Tell me, what would become of the ones whom you want to protect? If I were to destroy you right now. Pretty insightful for a pile of rubble, but there's one important factor you didn't take into account. I'm stronger than I seem. As I imagined, words are useless with you. There's no point trying to scare me. I'm wasting away, but I can neither live nor die. The time has come for me to fulfill my last duty as king. Show me that your courage is stronger than your pathetic desire to sacrifice yourself. And why should I prove anything to you? Do it, and you will get back this weapon you are not yet worthy of wielding. Then, you will be free. Okay. Ich kann jetzt nicht mehr kämpfen, wahrscheinlich weil unsere Dings weg. Ich hab gar keine Waffen mehr, das ist ja blöd. Die Elfe jetzt hier weg ist, die uns ja irgendwie die Kraft gegeben hat. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Okay, das heißt, ich muss jetzt allen ausdodgen. Deswegen haben wir ja noch unseren Dodge. That piece of metal could be handy if I'm unarmed. Okay, ich habe ein Schild. Aha! Bewege C, Maus, um dieses Schild auszurichten und feindliche Geschosse abzulenken. Ja, einfach Rechtsklick. Aber warum? Auch reflektieren. Ich schieß doch sonst wo in den Boden. Meine Maus, meine Maus. Da.
Okay, ich kann das nicht reflektieren. I have to find a way to protect myself from these darn energy beams. Ah, ich kann die Stacheln wegschießen. Das heißt wegschießen, ich kann sie ablenken und dann... Oh, die kommen aber zurück. Ungünstig. Ich kann mich auch nicht heilen! Uncool. Upsala. Das ist natürlich jetzt blöd. Nein, lass doch mal. Ich glaube, das Schild jetzt. Okay, das Schild habe ich schon. Muss ich mir das nicht nochmal holen? Ich würde mal gerne wissen, ob ich auch die. Mücke abschießen kann mit dem. Na, jetzt verpisst sie sich, wo ich treffen würde. Nein, da ist er. Komm her. Oh, das hat sie tief. Na ja, dann halt nicht. Huch, das ist gerade von hinten aus reflektiert. Blöder Frosch. Au. So, ich muss jetzt hier irgendwie die Ranken da oben wegmachen. Ja, kommt mal runter. Ja, jetzt kann ich das Ding abschießen. Wenn ich richtig ziele. Mensch. Endlich. So, ich hoffe mal die Ranken. Ja, gut, die dürften eigentlich jetzt wegbleiben. Weil ich habe ja das komische Herz da zerstört. Und das ist ja immer ein bisschen empfindlich gegen. Die Ranken sind ein bisschen empfindlich gegen das Zerstören des Herzes. Ah, Frosch. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ah, mit dem Laser kann ich die Dinger kaputt machen. Wieso kann ich jetzt. Wieso waren die Ranken jetzt. Ach, ich kann ja auch. Ich kann das Klettern auch nicht nutzen. Da oben die Erfahrung will ich mitnehmen. Natürlich umsonst freigeschaltet. Aber vielleicht sollte ich mich auch mal heilen. Ich bin gerade. Oh, hört mir gerade so auf. Heilung, Heilung. Ich kann mich ja nicht heilen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Bei der Statue. Was kann ich jetzt machen? Hey, I passed your stupid test. It was a walk in the park. I'm pleased to see that the test has forged your courage without blunting your tongue. Now, kneel before me. Did you make me go through all of that just to humiliate me? I kneel before nobody. Okay, I'll just give my legs a little rest. I hereby dub thee Sir Knight, O Brave Bear. The magic that has kept me alive is now yours. May it guide you with wisdom and justice. Hey, wait a minute. Ich bin ein Ritter. Destruction of a statue on my conscience.
I was not meant for human life, but to be the essence of future memories. Remember, little knight, sometimes light is used to save and protect, sometimes to subjugate. Those who illuminate your path can do it to guide you, or to cast shadows on the paths they do not want you to see. Never follow the light of others. Do not trust anyone. Trust only in yourself and in what you feel is right. Meint ihr damit, das sind unsere Elfe? Hallo, ich kann Doppelsprung. Jetzt tu mal nicht so. Oh, mal zwei Hände. Sure, it was pretty tough, but... The scissors are overflowing with power! It's incredible! We must absorb it now! We'll become even stronger! Get ready, Furbrain! We can now smash the enemies with all our strength! Well, I'm fine, by the way. Thanks for your concern. Großschwert. Drücke E, um Feinde und Hindernisse zu zerschmettern. Und drücke S plus E in der Luft, um einen mächtigen Stampfangriff auszuführen. Der Stampfangriff verbraucht Mana. Okay. Schalte das Großschwert frei. Ah, das ist also so wie der... Wie die Axt. Nur halt als Schwert. So, aber ich glaube mal, die Folge war jetzt lang genug. Vorhin nicht. Ich war doch irgendwo in Speicherpunkt. Ah. Hier, friss mein neues Schwert. Scheiß Wurm. Bam. Jetzt kann ich so eine Druckwelle machen. Sehr geil. Aua. Aber sehr langsam. Also noch langsamer als das. Als die Axt. So. Da würde ich mal sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Viel passiert heute. Wir haben einen komischen Starter gefunden, neue Waffe. Gut vorangekommen sind wir auch. Komische Prüfung ohne Waffen, aber das war jetzt wirklich nicht so schwer, obwohl einmal bin ich gestorben, aber es ging. Gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt mit unserem neuen Schwert machen können. Wir haben natürlich auch die coole neue Rüstung hier. Sieht man die eigentlich hier im Dings? Was ist das? Nee. Ah ja, jetzt bin ich der Ritter. Berserker ist gesperrt. Und Fragezeichen ist auch gesperrt. Ich glaube, irgendeine Rüstung ist auch durch ein DLC, was man sich kaufen kann. Aber dachte ich mir, naja, nur für so eine Rüstung, weil die Rüstung an sich bringt ja nichts. Ich könnte das Schwert auch mit der normalen Abenteuerrüstung schwingen. Gut, dann bleiben wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke nochmal fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.